So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Omnibus 2 Omnibus Simulator. Wir sind hier wieder zurück auf Projekt Stettin. Ich hoffe, ich habe das letzte Mal nicht so hart verkackt. Naja, auf jeden Fall, wir fahren heute Linien 63 von Kolatia nach, oh, wie heißt der ganze Kram jetzt nochmal, mein Fräse, ey. Nach Skolvin. Mit dem Mercedes-Benz O530, ja, Euro 2 ZF-Getriebe, man kennt's ja, ich bin ZF. Boy. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir starten das Ganze schon mal. Und während ich den ganzen Kram hier schon mal starte, natürlich ist das Morphe Soundpack mit am Start in der Version 4.5. Ach du Scheiße, wenn ich das schon sehe. Ach, Crap Boy. Nee. Achso, es blinkt nur, okay. Linie 063300, Route 2 war das, wenn ich. Suche nach Haltestelle. Okay, das ist ganz geil. So, wir müssen nur noch hier eben die Karte eben reinschieben. Okay. Ja, auf jeden Fall, wollt ihr euch fragen, ob euch die Titel momentan so gefallen, wie sie sind? Weil momentan schreibe ich einfach nur den Bus rein, dann welche Strecke wir fahren, Spiel, also, glaube ich zumindest. Ich weiß meine eigenen Titel nicht, ich starte mal. Ah, genau, ich schreibe immer so Autokraft, Schnellbus oder so, je nachdem. Einander bekannt, aber mögt ihr es lieber, wenn ich so ach, die Fresse. Normale Titel nehme oder mögt ihr es eher lieber, wenn ich so nehme, so MN Line City A21, drei Türen, dann um die zwei, dann die Karte, die Linie. Ich weiß ja nicht genau, wie ihr das mögt. Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein. Da bin ich ein bisschen so auf euch fixiert. So, wir machen eben noch ein bisschen Licht an. Fahrerraumlicht an. Entschuldigung. Fahrgastraumlicht. Ich weiß nicht, mein. Ich glaube, ich brauche früher später mal ein neues Lenkrad. Das kriege ich an Zuckungen. Das habe ich schon fast 3 Jahre. 3 Jahre habe ich das schon fast. Glaube ich zumindest. So. Ich würde sagen, wir fahren vor. Machen wir ein bisschen lauter hier. Und ja, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr besser findet. Wenn ich da die Busart reinschreibe, dann das Spiel, zum Beispiel wie Omsi. DB Rheinland-Bus. Ja, wo müssen wir jetzt halten? Hier rechts oder links? Steht das hier irgendwo dran? 63 da rechts. Weil wir hier auf dem Rheinland sind, ne? Hallo. Hallo, moin. Morgen. Oh ja, das würde mich echt gerne mal interessieren. Lasst gerne einen Kommentar, wie ihr das am besten, wie euch das am besten gefällt, sagen wir es mal so. Und ja, wir spulen noch eben mal 6 Minuten vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist früh am Morgen hier in Stettin. Und ja, gleich mal morgens. Hallo. Kannst du mal fahren. Abends fährst. Hallo. Du immer, morgens noch nie. Ist ja ich hätte von. Ich gerne eine normale Fahrkarte. Gerne doch. Ja. Einmal normal, bitte. Danke schön. Dankeschön. War ja klar, dass die jetzt nochmal alle kommen, ne? Haben sie nicht sowas wie eine Heizung hier im Bus? Sehe ich so aus, dass. Ja, dann machen wir das Ding mal hier an. Hallo. Mal hier so ein bisschen Heus hier. Hotte Sache, du. So. Letzte Person. Und Abfahrt, würde ich sagen. Die Lüftung kann ich doch sonst ein bisschen zurückschrauben sonst. So, das reicht. Bei dem Bus wird es ja im Grunde selber auch nachher wärmer. Aber gerne trotzdem nochmal, ich zeig's nochmal so am Rande, in die Kommentare schreiben. Dieser Sound. Oh. Ein Soundgasmus ist das. Das ist genauso, als wenn ich jetzt in den Titel schreiben würde, Mercedes-Benz O530 Euro 2 ZF-Getriebe. Oder einfach nur ZF. Gefällt euch das besser oder wenn ich da reinschreibe, keine Ahnung, Soundgasmus beim Mercedes oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das würde mich gerne mal interessieren. Oh, hätte ich jetzt was auch immer genommen. Fertig. Ich mag die Sounds. Also von allen Mercedes-Bussen. Kommen die jetzt oder kommen die jetzt nicht? Oh, ist das jetzt deren Ernst? Nur weil ich so weit hinten stehe oder was? Gefällt der mir am besten von den Sounds her, weil der mich an unsere alten O530 Bus erinnert.
Und ja, das ist einfach krank. So, jetzt wollen die doch kommen. Und deswegen liebe ich diesen. Mir ist das zu kalt hier. Können Sie die Heizung machen? Es ist die Heizung. Alter, halt die Fräse, Mann. Einmal kurz Strecke, bitte. Danke. Hast du Angst, dass deine Nippel steif werden hier, oder was? Guten Tag. Mir die Fräse. So. Willst du auch noch ein Ticket, oder was? So. Abfahrt. Genauso mit dem ZF-Getriebe und so. Das hört sich genauso an wie unsere alten Ofen von 30 Busse. Das sind natürlich C2s und sonst was. Leider. Das Gejaule, das ist eines der schönsten Geräusche, die ich höre. Ja. Und nur damit ihr Bescheid wisst, diese Folgen sind alle vorproduziert. Das heißt, alle Kommentare, die ich jetzt beantworte, wenn ich irgendwelchen Fehler mache, kann ich erst in der nächsten Folge machen, weil das sind Folgen, die ich vorproduziert habe, weil ich momentan eigentlich irgendwie nicht so viel Zeit habe. Und ja. Weil ich momentan mein Leben. Naja. Ich bin einfach nur momentan so fucking müde, ne? Und dann. Ja. Hilft man noch hier und hilft man da und hilft man überall und dann, ja. Dann war es das auch schon wieder am Tag. Und deswegen, ich produziere jetzt ein bisschen vor, ein bisschen Omsi vor, bloß zum Note 18 momentan nicht so. Und dann gut ist, ne? Weil, weiß ich auch nicht, bloß um 18 kommen in den nächsten Tagen wahrscheinlich wieder. Heute ist ja eigentlich, heute wäre dann, keine Ahnung, Mittwoch vielleicht? Donnerstag kommt die Folge jetzt hier? Weiß ich gerade gar nicht. Entweder Mittwoch oder Donnerstag kommt diese Folge. Sehr schöner Sound, gefällt mir so gut. Następny przystanek 1 maja. Hier sind 40, das war mir mal wieder sowas und war es klar. Das ist, glaube ich, die längste Linie, wenn es mich nicht ganz täuscht, hier auf Stettin. Und ich habe Angst, dass ich den Namen total falsch ausspreche. Ne? In der letzten Folge hat man ja gemerkt, glaube ich, also in der Folge hier vor, dass ich eigentlich total am Upbrain. Total abfacken war, weil ich den Namen gesagt habe und weiß einfach nie wieso. Ja, weil ich es einfach nicht drauf habe. Möglich. So, jetzt können wir mal die ganzen ZF-Getriebegeräusche einmal hören. Oder auch nicht. Scheppern ist zu hart. Und wir wurden geblitzt. Verdammt. Ich weiß echt nicht, wie viel km/h ich. Entweder sehe ich das Geschwindigkeitsschild nicht. Ich glaube nicht, dass die 40 km/h sind, weil letztens bin ich auch mit 50 lang geballert und das hat mich nicht gecatcht. Moin! Einmal kurz Strecke. Dankeschön. Schön. Ich spule mal eben eine Minute vor, weil wir schon wieder eine Minute vor sind. Kommt noch jemand? Nee. Ja, wie gesagt, ich will ja auch die Folge jetzt nicht unendlich lang strecken, wisst ihr. Und ja, deswegen spule ich noch mal lieber eine Minute vor. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Następny przystanek. Das ist der letzte Gang, ne? Im ZF-Getriebe, ne? Alter, es ist so pornös, ne? Ich weiß auch nicht wieso. Ach, ganz viele Busse hier. Ich glaube, du kommst nicht von hier, kann das sein? Ah, ein SD-Bus. Ja, das ist schon echt was Feines, ne? Muss man ja echt mal sagen.
So, können wir hier jetzt auf der Spur bleiben oder müssen wir auf die andere Spur? Ich glaube, wir können auf der Spur bleiben. Ja, sieht ganz gut aus. Können wir hier eigentlich irgendwas durchschalten? Ah, okay, das geht hier. Ah! Finden wir es? Können wir hier noch so gucken? Ah, Bremsdruck, Kraftstoff. Okay, ja gut. Aber hier oben ging nichts, ne? Da kannst du nur die Karte reinschieben. Geh wieder rein. Ich will keiner. Aber cool, dass es sowas geht, ne? Das muss ich echt mal dazu sagen. Hier sieht unser Fahrplan hier ja so ein bisschen lang, ne? Eigentlich ungefähr 45 Minuten dauert die Fahrt. Ihr seht auch, dass ich wieder mit Omsi Navigations fahre, weil ich habe keinen Bock immer auf diese Pfeile. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wenn es euch stört, dann mache ich natürlich wieder gerne die Pfeile an. Auch kein Problem. Weil ich bin immer, wenn ich die Strecke, glaube ich, 10, 15 Mal gefahren bin, hin und zurück, dann habe ich die Strecke im Kopf. Aber sonst muss ich immer so eine Helfeline haben. Momentan ist es Omsi Navigations, weil, oder beziehungsweise Busbetriebssimulator, was mich einfach so ein bisschen mehr, weiß nicht, das, da komme ich ein bisschen besser mit klar. Aber wenn ihr wollt, dass das verschwindet und dass lieber die Pfeile da sind, dann mache ich natürlich lieber die Pfeile an. Gerne auch wieder unten in die Kommentare schreiben. So. So, wir haben grün. Setzen wir. Oh, wow. Was ein geiler Sound, ne? Sorry. Da gehen wir fast einen ab, ne? Alter, ist nur Spaß. Moin. Hallo. Guten Morgen. Einmal normal. Danke. Bitteschön. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Es sind bestimmt viele Menschen, die zur Arbeit wollen, ne? Können wir mir gut vorstellen. Na gut, kleine Kinder weiß ich jetzt nicht, ob irgendwie. Ja, vielleicht zum Praktikum oder so. Vorstellungskraft inbound. Und man hört auch sofort, wenn man Vollgas gibt oder wenn man nur so ganz Halbgas gibt oder so gibt, ne? Weil sonst. Następny przystanek. Jana z Czarnolasu. Weil wenn du Vollgas gibst, dann jault der richtig im ersten, zweiten Gang richtig, richtig los. Oh, wir fahren wieder zu schnell. Und wenn du halt nur sachte Gas gibst, schaltet er früh, bist schnell im dritten Gang, jault er nicht mehr so rum. Ist einfach so. Eine rote Ampel. Wie soll es auch anders sein? Was ist hier eigentlich alles? Dürfen wir fahren? Dürfen wir fahren? Dürfen wir fahren? Nee, doch nicht. Ja, das ist unser Bus. So, jetzt geben wir Vollgas. Man hört es auf jeden Fall gleich raus, dass man Vollgas gibt, ne? Ist einfach so. Finde ich wiederum ganz geil, wenn du halt so sachte Gas gibst und so, hört man das nicht so extrem. Guten Tag. Einmal Schüler, bitte. So, jetzt geben wir keinen Vollgas, sondern fangen ganz langsam los. Ja, das... Ich habe nur Halbgas gegeben, das hat man auch gerade voll rausgehört und man merkt das natürlich auch am Sound, ne? Das finde ich einfach richtig krass. Omsi, ZF Sound, oh, geht nichts darüber, ey. Das Gejaul ist immer wieder geil. So, ach, wir haben grün. So, ich gebe mal voll wieder Vollgas. Ich glaube, da vorne sind 70, oder? Ne. Następny przystanek, Chorza.
Ich glaube, hier sind ein bisschen schneller, ne? Oder nicht? Oder sind hier auch nur 40? Oh, hier ist ein Blitzer. Okay, jetzt darf man echt schneller fahren, nur ich sehe das halt nicht so. Vielleicht seht ihr das ja, ich bin einfach nur blind. Nicht gut für die Straße. Doch, hier sind 50. Moin Kollege, 59. Sind wir in der letzten Folge, glaube ich, gefahren. Auf jeden Fall, Kollegin. Wir haben 38 Passagiere an Bord. Geht das schon? Ah, ich habe F12 gedrückt, ne? Kinderwagenschalter habe ich wahrscheinlich wieder reingemacht. Wie der Fnuffy mir das auch schon gesagt hat. Das ist, wenn man F12 drückt und keine Ahnung hat, was das in Aufsicht zu bewirken hat. Das ist wieder Inkompetenz hoch 10 von mir. Und ja. So, können wir ein bisschen Stoff geben. Oh ja, das gefällt mir. Kann man nicht hier irgendwie Fernlichter machen? Halt doch mal irgendwann bitte links, ne? Nee, das wäre eine Tronne. Hier ist halt der Motor. So. Und so. Fernlicht. Hatte ich irgendwo mal hier belegt. Hier will ich mal aussteigen. Entschuldigung! War keine Absicht. Warum ist hier eigentlich ein Zebrastreifen, wo kein Käfig ist? Naja, lassen wir mal so stehen. Pokoju. Diese scheiß Straßenschäden, ne? Die bin ich auf den Sack. Kollege von vorne. Zwei Kollegen von vorne. Moinsen! 58 und 19, 101. Moin, 107. Hier fahren echt viele Busse morgens früh rum, ne? Immer so weit vor, damit vielleicht andere Busse, die vielleicht doch noch hinter mir kommen sollten, immer Platz haben. Man weiß ja nie. Lass Motor heulen in deinem Benz, Junge. Ich kann nicht mehr richtig sprechen, das ist traurig. Ist ja gerade über Rot gefahren. Das war gerade unbeabsichtigt. Ich will nur gucken, was die ganze Snuff hier sind, weil irgendwie ist es immer verschieden. Okay, so, wir fahren weiter. Niringa Pomnik. Hört sich so ein bisschen an wie Pommes. So, jetzt müssen wir einmal rechts halten.
halte ich jetzt am besten so, dass die Passagiere gleich einsteigen können. Von der wunderschönen Haltestelle. Einbahnstraße scheinbar. Was hat die gerade gesagt? Nochmal. Vorstimmen, stimmen. Und? Kolonist, okay. Hab verstanden. So, Kollege wieder von vorne, wieder ein Doppeldecker. Heißt nicht, dass ein Doppeldecker gleich doppelt so gut ist. Ah! Witzig. Entschuldigung, der war echt schlecht. Kommt kein Fußgänger, ist das gut? Ich fahre jetzt gerade ein bisschen schneller, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel km/h hier sind. 40, 50, 70, 60 vielleicht? So. Wo befinden wir uns denn gerade hier? Wir sind gerade in... Ja, da sind wir. Also das Stück haben wir schon geschafft, jetzt müssen wir noch den Rest. Auch das... Um euch mal so einen Vergleich zu geben, wie lange noch ungefähr das Video dauern wird. Na gut, ihr werdet das sowieso sehen, ne? So. Kickdown. Następny przystanek. Zagórskiego. Guck, hier ist gerade eine wunderschöne gerade Strecke. Ich will mal wissen, was der Bus hier überhaupt schafft. Geht echt gut vorwärts, ne? Besser als jetzt Zitaro von der EMT Palma, ey. 84, gut. Überholen verboten. Hallo. Ganz viele wollen hier raus. So, 29 Fahrgäste, Alter. Das war doch mal mehr. So, Vollgas! Vielleicht nochmal Blinker ausmachen. Następny przystanek. Fabryka Domów. Auf jeden Fall ist Omsi halt immer noch der beste Bus zum Laden, den es momentan auf dem Markt gibt. Komm durch, Kollege. 63, moin! Ist einfach so. Und ich glaube, bis Lotus da irgendwann mal was rausbringt, das dauert noch. Klar, hat bei Obsi auch lange gedauert, kann man jetzt nicht sagen, ne? Aber ich bin schon gespannt, wie Lotus das umsetzen wird, was Obsi schon kann, wohlgemerkt. Weil das mit den Trams und so, das haben sie echt schon sehr, sehr gut umgesetzt. Halt die Schnauze dahin, Mensch. Ja! Nee, aber ich bin echt gespannt, wann das Bus-Modul rauskommt für den netten Simulator. Ich glaube, die sind aber auch gerade ganz gut eigentlich schon bedient mit dem wunderschönen Następny przystanek. Bajeczne. Rails of Lotus, genau, Bosses of Lotus, Rails of Lotus und Flying of Lotus oder so, wie auch immer das heißt. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Und mit den Tram sind sie echt schon gut bei. Sie haben letztens die Sifa hinzugefügt. Ganz cool eigentlich, mit Sifa zu fahren, denke ich mir doch mal, weil Lotus habe ich einfach nicht. Weil das Spiel wird mich noch momentan zu doll abfacken, wie Omsi am Anfang auch, Omsi 1 und so. Und ja. Ist halt eine Early Access bis 2019, glaube ich, Ende 2019 oder so soll das ja gehen, circa. Bin mich mal gespannt.
Przystanek. Was jetzt genau, gemeint ist, ob alles oder nur das eine Modul. Das würde ich gerne mal interessieren. Ob da bis dahin alles denn so sein soll oder ob das nur das Modul denn fertig sein soll. Oder auch mit Busse oder wie auch immer. Aber ich bin echt schon gespannt. Also eine Modifikation, also das erste Fahrzeug als Mod schon reingebracht wurde ja. Halt noch nicht wirklich so, ja, es ist zwar fahrbar, aber auch irgendwie nicht so wirklich, wo man sagen so kann, jo, das ist es jetzt, das ist besser, das ist, nee, einfach nein. Das ist ein Teil, du, aber irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir fahren jetzt mal weiter. Aber ich bin trotzdem auf Lotus schon sehr, sehr gespannt. Wie freuen tue ich mich drauf, auf den Etito freue ich mich am meisten, weil ich Bock habe. Wir haben jetzt zwar in Omsi auch schon eine Karte gebaut, und die ist noch nicht richtig fertig, aber ich weiß, wo der Hase hängt und ich weiß, was ich haben will. Und es kann sein, dass wir dann dort, falls es denn ja den Workshop ja gibt, hier vorne müssen halten, ne? Dass wir dort einfach die Map reinpflanzen werden, dann früher oder später. Wenn es denn so sein sollte, wenn Lotus denn die ganzen Edito-Probleme in den Griff bekommen hat, dann werde ich mir auch Lotus holen. Ganz einfach. Und dann werde ich anfangen zu bauen. Problem ist, ich weiß noch nicht, was ich baue. That's a little bit of a problem, but I know. Następny przystanek. Dąbrówki. Aber ich weiß, was ich auf jeden Fall bauen werde. Also wie ich es baue, weiß ich noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall was bauen. Ich hoffe, ihr freut euch schon mal drauf. Oh, ich sind 40, doch nicht mal 60 durch. Die Sonne blendet gerade richtig hart auf meinem Monitor. Aber ich sehe noch was. Ja, alle voller Fingerabdrücke. Geil. Digga, wer toucht denn hier so auf meinen Monitor rum, ey? Oder ich war's selber. Ist das Touchscreen? Nein, Patrick, es ist kein Touchscreen. Moinsen. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Oh, jetzt bin ich. Ja, ich werde nämlich neben, hier links bei meiner Tastatur ja noch diese G-Tasten. Und diese G-Tasten sind teilweise unterschiedlich belegt. Und ich weiß einfach nicht manchmal, was das ist. Und deswegen muss ich immer mal gucken. Samnienta. Nienta. Samnienta. Nienta. Samnienta. Okay. Jetzt reicht's auch, André. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Aber ich... Also wie gesagt, Lotus kann eigentlich nur gut werden, ne? Performance sollte jetzt mal ganz an hinterster Stelle stehen, finde ich bei Lotus momentan. Auch wenn die Performance schon ganz, ganz nice ist. Wir haben Stoppstelle, müssen wir kurz anhalten. Oh! Finde ich jetzt persönlich, weil... Ich höre ein Auto. Die Funktionalität des Spiels, das Aufbau des Spiels, die ganzen Skripts und wie auch immer, oder hast du nicht gesehen, steht für mich momentan eigentlich vom Denken her an logischer Stelle, dass man so langsam mal das Ibis in den GT8 ist das, glaube ich. Ich habe keine Ahnung vom Straßenbahn, tut mir leid, GT8N oder sowas. Oder GT6 war es nicht. GT8N, glaube ich. Auf jeden Fall von dieser Berliner Straßenbahn, wo sie ja halt das Fahrzeug als erstes haben. Dass man da vielleicht mal das Ibis laufen bekommt, dass man vielleicht schon mal Hofdateien erstellen kann für seine Strecke. Auch wenn es noch keine Menschen oder sowas gibt, weil das ist langsam so ein Schritt, das ist wie SIFA, nur halt noch ein bisschen geiler, ne? Klar, ich sag's mal so, die hatten ja auch, ich glaube, es war diese Abstimmung, ne? Ob das als nächstes vielleicht die Alpha-Version von der M1, glaube ich, war das, die reinkommen wird. Achso. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Dass die reinkommen soll, ich finde absolut verdammt nochmal nein. Weil es gibt so viele Maps, die im Bau sind. So fucking viele. Klar sollen später dazugehören, aber das sollten sie auch wiederum zurückschrauben. Sondern jetzt erstmal... Alter, der schreit das Ding rum, ey. Sondern erstmal sich darum kümmern, dass die ganzen Funktionalitäten des Zuges, die reinkommen sollen, dass die erstmal gewährleistet sind. Und dann kann man sich um das andere kümmern, finde ich. Aber naja, das ist ja auch was anderes. Und
Aber es ist auf jeden Fall geil. Und ich denke mal, das ein Modul, ich werde mir zwei Module kaufen. Einmal das Rails of Lotus und einmal das Busters of Lotus. Und dass die beiden auf jeden Fall, ich finde schön mal das Rails of Lotus, das finde ich auf jeden Fall das Geld wert. Definitiv, weil es ist ja nicht nur irgendwas. Ich sag nur, du kannst da alles machen, was mit Schiene zu tun hat, ne? Und das ist krass, das ist echt krass. Das muss man einfach mal so sagen, ne? Du hast ja so einen Tram-Simulator, das ist theoretisch auch ein Zug-Simulator, das ist theoretisch, wenn das irgendjemand baut, ein Schwebebahn-Simulator, alles in einem! Nein, so ein fucking Modul. Und ich finde den Preis dann wiederum irgendwie auch gerechtfertigt, auch wenn das viel klingt. Erstmal so 40 Euro hier für ein Modul. Ne? Das ist krasser Stress, ne? Oh, wir sind schon wieder ein bisschen früh. Aber ich finde hundertprozentig, dass sich das lohnen wird. Lotus wird nochmal auf Omsi einen draufsetzen. Darauf freue ich mich einfach. Und der letzte Fnuffy hat mir gesagt, ich verfolge Lotus ja nicht so extrem mit. Ich sehe ja nur manchmal Videos von Microhazard. DTV oder wie auch immer da heißt. Tut mir leid, dass ich den Namen vielleicht auch falsch ausspreche. Und dort ist es halt so, da kriege ich das ab und zu mal mit, was da in Lotus passiert. Ich sehe, was er an seiner Map baut, Forsthausen nämlich. Finde ich schon ganz geil, was man so machen kann. Echt, finde ich ganz, ganz nice. Und da habe ich das erstmal gesehen, es gibt Sifa. Wie cool ist das denn jetzt bitte? Dachte ich so. Ja. Ich bin schon gespannt darauf, was noch so kommen wird. Kann ja eigentlich nur noch besser werden alles, ne? So. Aber über Lotus kann man echt lange reden, meines Erachtens, was dann alles so noch passieren wird und so. Und das ist wahrscheinlich auch so sein wird, dass man frei rumlaufen kann und so, dass ihr von den Fnuffy gehört. Und ja, darauf freue ich mich ehrlich gesagt. Ich liebe, das hat man schon bei mir am Trains and Work gemerkt, ich liebe dieses frei herumlaufen. Und wenn du dann bei Kollegen mitfahren kannst im Multiplayer, excuse me. Vor allem, wenn du dann so sagst, jo, der eine fährt jetzt zum Betriebshof und du nimmst den anderen Kollegen jetzt einfach mal mit, der gerade seine Schächter beendet hat und den Zug oder den Tram übernommen hat. Oh ja, ich weiß, was ich meine. Du bist Lokführer, du bist Tramfahrer, du löst einen Kollegen ab und ein anderer Tramfahrer fährt gerade zum Betriebshof. Das heißt, drei Leute und zwei Leute fahren zum Betriebshof, dann kann der andere nämlich zum Betriebshof mitfahren. Ich verstehe, glaube ich, was ich meine. Wenn das so gehen würde, das wäre eigentlich schon richtig, richtig geil. Ja, ich wurde gerade wieder geblitzt, falls ihr das fragt. Ich denke mal, hier sind 50, ey. Das geht nicht so in mein Brain rein, ey. Ich find's geil, dass mein Gaspedal einfach quietscht. Wieso sind wir eigentlich immer so früh dran? Moinsen 63. Okay, tschüss 63. So. Kickdown. Den müssen wir jetzt nicht überholen. Następny przystanek. Skolwin Dworzec. Und ja, darauf freue ich mich, aber auch wenn du nur so mitfahren kannst oder sowas, wenn sie sowas reinbringen, das Feature, ich sag nur Bus zum Lotto 2018. Fahrscheinkontrolle bitte. Hammer. Wenn das so in die Tiefen gehen würde. Morgen. Oder dass du auch Verspätungen und sowas meldest und so in der Zentrale und hast du nicht gesehen. Schon krass. Wohlgemerkt, ich gebe nur mit meinem großen C Gas, das andere des Fußes ist gar nicht auf dem Pedal. Einfach nein. Następny przystanek. Stołczyńska. Ja, ich fahre wieder zu schnell, ich weiß. Ich weiß nicht, 50 km/h, das fahre ich irgendwie immer. Vorne kommt wieder ein Blitzer. Wenn man ein bisschen langsamer. Schneller, langsamer, schneller. Hallo, guten Tag. Ja. Na, Lotus wird geil. Das weiß ich. Das weiß ich tief und fest. Okay, das klingt gerade ein bisschen falsch, aber es ist wahr. Ja, mein Gott, fuck ihn schon. Oh, nur noch 16 Fahrgäste, ne? Nimmt ganz schön ab. Wodna,
Wodner? Wodner? Wodner ist heute so ein Warzenentferner, oder nicht? Egal. So, jetzt fahren wir hier rechts. Muss ich hier blinken? Nee. Ist keine abgeknickte Vorfahrtstraße. Find's immer richtig geil hier, dass das richtig eng ist hier, ne? Eigentlich müssten hier voll die abgeranzten Busse eigentlich fahren, finde ich. Passt irgendwie zur Karte. So, ne? Also nicht abgeranzt, aber ganz, ganz alte Busse. So, Icarus oder sowas. Gibt's eigentlich Icarus für Onkel 2? Ich glaub schon, ne? Ich glaube, hier wollte keiner rein. Kann das sein? Das kann nicht nur sein, das ist doch so. Will hier wirklich keiner rein? Nö. Ich denke, hier sind wieder so 50, 60. Ist ja wieder so ein bisschen außerhalb des Gebietes, wo Menschen wohnen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Neustadt? Neustadt? Ah! Ich glaube, eine Dreiviertelstunde wird die Fahrt auf jeden Fall nicht dauern. Dafür fahre ich schon wieder zu schnell. Was soll das denn? Warum fahre ich denn immer so schnell? Aber dafür sind wir pünktlich und nicht immer 100 Minuten zu spät. Aber ich mag die Linie. Sieht ganz fresh aus. 102. Wollen aber viele Menschen raus. Wenn ZF-Getriebe ein Lotus ist, ne, beim Bus. Geil. Freue mich schon drauf. Orłowska, na żądanie. Digga, die ist halt schon, er sagt es einfach mal. Boy. Arralala. Und er so, arralala. Auf einmal. Auf einmal. Können wir schneller fahren, ne? Hier ist irgendwie so ein bisschen überlang, kann das sein? Ich habe null Plan. Das ist mein Problem. Ich habe keine Ahnung. Wir fahren jetzt einfach ein bisschen schneller. Oh, 70. Aber man merkt einfach, dass das wurde mir eigentlich jetzt nur noch mal extrem bestätigt, dass Omsi einfach ein Prozessor-lastig gespielt ist. Weil du kannst ja eine RTX, was weiß ich, 2080 reinballern, eine GTX Titan, was will ich auch immer. Da kommt ein Kollege von vorne. Aber wenn du den i3 mit 2000 oder keine Ahnung, mit sonst einer Taktung oder also mit der Rechtsystemprozessor, sagen wir es einfach mal so, hast, dann bringt dir das alles gar nichts. Ist einfach so. Da kannst du noch so einen guten RAM haben, da kannst du noch so eine gute Dings haben, aber wenn der Prozessor scheiße ist, dann kannst du ein ganzes Spiel nicken. Und jetzt nochmal auf eine SSD und das Spiel läuft nochmal einen Ticken besser. SSDs sind gar nicht mehr so teuer, ne? Das ist krass. Hab ich gerade erstmal den Bus aufgemacht. Nette Straßenführung übrigens hier. Ja, aber ist echt krass, finde ich. So, Abfahrt. So. Gleich sind wir da. Drei Haltestellen. Ich hoffe jetzt einfach nur nicht, dass meine Freundin gleich reinplatzt, weil sie wollte nämlich gleich kommen. Und das ist schon gleich 2:30. Ach, diese Scheißhubbel, ne? So. Haben heute auch gerade schon gute Fahrgäste mit, ne? Haben auch alle schön bezahlt und so. Gefällt mir ganz gut. 1, 2 und 3. Jetzt haben wir noch 5 Stück vor uns. Ist auch gut, wie gut diese Karte einfach läuft, obwohl sie so groß ist, ne? Moinsen, Harald. Następny przystanek. Kamienna.
Kamienna. Hört sich so ein bisschen an wie Kamillentee. Okay, ist weit weg von Kamillentee, aber irgendwie hört sich das trotzdem für mich so an. Zack, und wieder eine Person weniger. Ach, hier. Vielleicht da im Hintergrund ganz den Turbo säuseln oder habe ich jetzt gerade eine Klatsche? Dass der Motor Turbo hat, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber, ja. Okay, ich muss sagen, wenn das gehen würde, ich habe ja hier rechts meine Kupplung, ne? Also meine Gangschaltung, sag mal so. Und ich kann mir das jetzt runterdrücken, wie bei der SIFA bei der Tram in Lotus. Und wenn man das dann runterdrückt, dann so losfahren könnte und so. Das wäre echt schon ziemlich geil mit Gas und Bremse und so. Würde ich ja schon ziemlich hart feiern, ne? Ach, hier ist Skolvin. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Die Linie bin ich noch nie so rumgefahren. Nur mal von Skolvin los. Zack. Und da sind wir auch schon. Zweimal zu früh. Na gut, das passiert gerne mal. Eigentlich eher weniger, aber ist auch egal. Und dann würde ich sagen, das war's von dieser kleinen Folge von Let's Play Omnis 2. Daumen hoch zum Laufen. Wenn es euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und in der Videobeschreibung findet ihr noch andere coole YouTuber. Schaut da gerne auch mal vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ach Gott, ich kann nicht mehr. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann noch rein. Fahrt vorsichtig natürlich, egal wo ihr seid. Und ciao.